Bist du bereit zum Aufbruch? Oder brauchst du noch ein bisschen Zeit? Ich sollte mal los. Wenn ich nach Westen will, brauche ich wohl ein Wegerecht von den Tenakt, wie du sagtest. Wo genau wird diese Gesandtschaft stattfinden? Hinter dem Schrecken. Die Schlucht, die westliche Grenze des Sonnenreichs markiert. Die Festung Fahllicht liegt an ihrer äußersten Ecke. Die Gesandtschaft trifft sich direkt vor ihren Toren. Es ist ein langer Marsch, 2 Wochen zu Fuß. Mit Tempo sind wir in ein paar Tagen da. Vielleicht sollten wir lieber hier übernachten und morgen früh weiter. Natürlich. Ich regle das. Stahl und Funke. Ha! Hab noch nie jemand gesehen, der auf einem der Dinger reitet. Ha. Komm ich so nach Fahrlicht? Ja, das heißt eigentlich. Nur nicht heute. Noch nicht.
Und wieso nicht? Naja, der Schrecken. Das ganze Tal ist verseucht von Maschinen. Maschinen sind kein Problem. Tja, das glaube ich dir, aber ich habe strikten Befehl, erst zu fahren, wenn der Pfiff von Kettenkratz das okay gibt. Hör zu. Ich bin nicht so weit gereist, um hier zu warten. Entweder setzt du die Bahn in Gang oder ich mach's. Tja, aber wer würde sie wieder raufziehen? Na gut, na gut. Aber wenn jemand fragen sollte, sagst du besser, du hast mich gezwungen. Ich sehe Rauch, aber nicht viel Aktivität. Der Rauch kommt bestimmt von etwas, das die Maschinen zerlegt haben. Und was die Ruhe angeht, tja, wegen all der Aufregung gab es einen Arbeitsstopp. Welche Maschinenarten machen die Probleme? Bösartige. Und zwar jede Menge. Man nennt sie Dornrücken. Seltsam ist, dass sie nicht aus dem Schrecken stammen. Sie tauchten plötzlich einfach auf. Keine Jäger, die sie töten. Oh, wir haben Jäger. Nur niemand, der Ulvon verärgern will. Er ist der selbsternannte Boss von Kettenkratz. Der Arbeitsstopp war seine Idee. Naja, also ich bin auf der Durchreise. Ich muss zu einer Gesandtschaft. Sag das doch gleich. So bald wird die nicht stattfinden. Was willst du damit sagen? Hörst du das? Das ist deine Antwort. Wer ist das? Ein Kaja Sonnenbüster. Hab ihn gestern runtergebracht, etwa eine Stunde bevor die Maschine kam. Er ist ein sehr wichtiger Mann, sagt er jedenfalls. Die Gesandtschaft in Fahrlicht? Er ist der, der sie leiten soll. Ha! Wenn du nicht sofort tust, was ich sage, erfährt der Sonnenkönig selbst von deiner Anmaßung. Dank dir musste ich die Nacht frierend im Zelt verbringen. Völlig ungeschützt. Ich bin fast gestorben. Mich willst du nicht fahren, aber das... Das... Was? Das Nora-Mädchen? Die Wilde? Zur Seite, tauge nichts. Wadis, das ist Aloy. Gelehrter Wadis. Aloy, die Retterin von Meridian. Wirklich? Nun, das lindert die Kränkung, schätze ich. Ich komme wegen der Gesandtschaft in Fahrlicht. Wie ich höre, du auch. Tja, nicht solange das Tal infiziert ist. Und so erklärte Araman, die Sonnenpriester zu kostbaren und würdigen Hütern. Siehst du, die Schrift. Ich ziehe weiter nach Fahrlicht, wenn der Hauptmann der Garde mir sagt, dass der Weg frei ist. Nicht einen Moment früher. Gut. Der Hauptmann ist ein Freund von mir. Wo ist der Rett? Ich würde gern mit jemand reden, der Taten vorzieht, nicht Schriften. Wadis. Gelehrter Wadis. Gelehrter Wadis sandte Erend und noch eine Garde am Morgen los, den Weg zu bahnen. Und so geschah es. Hey! Sch! Weiter das Tal runter? Ja, sie wollten in den Ruinen links nach Spuren suchen. Dort gingen sie hin. Okay. Ich hörte, es herrscht Arbeitsstopp. Wo kann ich Sachen herstellen? Der Schmied in Kettenkratz lässt dich bestimmt seine Werkbank nutzen. Für die Dornrücken solltest du dir Säurepfeile herstellen. Griff ihre Kanister damit und schalte sie schneller aus. Danke. Ich suche Erend und bring ihn zurück. Hey! Wo willst du denn hin? Na, zum Gipfel, um in Sicherheit zu warten. Tut mir leid. Der Fahrer hat strenge Befehle. Keine Passagiere bis zum Pfiff, stimmt's? Ganz genau. Fang mal an zu kurbeln. Wieso? Wieso? Joruf, geleitest du bitte den... Gelehrten nach Kettenkratz und wartest du auf mich? Schon dabei.
Ich finde Erend und mach den Weg frei. Aber danach, keine Ausreden mehr. Fahrlicht. Gesandtschaft. Wenn dies der Wille der Sonne ist. Das wird es. Vertrau mir. So, okay, wunderbar. Ich muss Erend finden. Aber ich sollte vorher meinen Bogen in Kettenkratz verbessern. Gut, dann laufen wir. Das aktuelle Ziel ist jetzt erstmal Kettenkranz. Dass wir da noch den Bogen reparieren können. Das ist noch die Aufgabe. Jetzt vor dem Wochenende. Dann geht es erst am Montag wieder damit weiter. So. Da tue ich jetzt mal Safety First speichern. Das hat ja eigentlich immer so Speicherpunkte. Aber safe ist safe. So. Dann geht es jetzt hier runter. Dann kann ich hier das Holz wieder mitnehmen. Das kommt für später. Das ist ja gut. Das ist ja gut wegen Pfeile. Ah, links sind auch Maschinen, wie ich das sehe. Ich will jetzt nicht unbedingt kämpfen. Diese Maschinen müssen das Lager zerstört haben. Dieses Tal ist definitiv nicht sicher. Dann versuche ich nämlich... nee, so weit brauche ich nicht weg. Vielleicht gerade hier rechts ein bisschen hoch zu gehen. Ich meine, wir müssen auch früh genug gegen die kämpfen. Deswegen... ja, wenn wir da jetzt rechts hochgehen. Sag, hier können wir noch was mitnehmen. So. Wenn wir jetzt hier entlang gehen. Hä? Bringt das überhaupt was? Oder muss ich da unter? Achso, ich muss da unter über die Brücke rüber, oder? So, okay. Ja, dann müssen wir doch runter. Wir müssen da rüber. Aber dann gehen wir hier außen rum. Ich meine, im schlimmsten Fall kämpfen wir halt. Ist ja auch nicht so schlimm, aber es muss nicht sein. Weil ich sage mal so, wir sind jetzt erst am Anfang. Also, da kommt noch der ein oder andere Kampf. Kann man schon noch erwarten. So, nehme ich das hier auch mit. Stein. Der Strauch. Was ist das hier? Kettenkratz. Okay, sehr cool. Gerade auch wie das leuchtet. So, was liegt hier noch? Stein. Ja, kann ich mitnehmen. So. Muss ein Dornenkratz sein. Das muss Kettenkratz sein. Doruf meinte ich, das müsste Kettenkratz nämlich schon sein. Könnte auch was mit meiner anderen Ausrüstung basteln. So, dann gehen wir hier gerade mal Stein. Gehen wir hier gerade mal drüber über die Brücke. Eine Fremde nähert sich. Ist das die Retterin? Oho. Möchtest du rein, Retterin? Willkommen im Kettenkratz, Retterin. Macht auf, Jungs. Befehl von Joruf. Mir soll's recht sein. Bei der Schmiede. Petra? Aloy, was machst du denn hier? Wird Zeit, dass in diesem Loch mal was Nettes auftaucht. Schön, dich zu sehen. Und keinen Moment zu früh. Komm schon. Die Brauerei ist das Einzige, auf das man hier zählen kann. Hab's gehört. Die Maschinen, Arbeitsstopp. Oh, das sind nur die neuesten Störungen. Kettenkratz pfiff immer schon aus dem letzten Loch. Ja. Und da ist auch schon das größte nicht Problem. Nicht unser Land, nicht unser Problem. Die Dornrücken sind jedermanns Problem. Und? Du hast von ihm gehört. Ja. Zu seiner Geschichte trinkt man am besten ein kaltes Bier. Petra. Ich bin nur auf der Durchreise. Nach Westen. Oh. Die Gesandtschaft in Fahrlicht muss stattfinden und dann ziehe ich weiter. Ah, natürlich. Wichtige Dinge zu tun.
Tja, Flammenhahn. Schön, dich zu sehen. Wenn du weiterziehen musst. Petra. Aber wenn du ein kaltes Bier trinken und mit einer Freundin lachen willst, komm in die Brauerei. Wie du willst. Dieser Irrwind riecht nach Ärger. Vielleicht kann Petra Hilfe brauchen. Aber zuerst muss ich die Werkbank finden und meinen Bogen verbessern. So, okay. Jetzt sind wir schon mal hier auf jeden Fall. Jetzt tun wir noch den Bogen verbessern. Verfügt über 2 Updates. Jägerbogen. So. 1, 2, 3. Kann ich den nicht gleich komplett aufwerten? Ist gesperrt. Ah, muss ich jetzt erst Level 1. Zack. Update abgeschlossen. Da habe ich zu wenig Material. Hier Stufe 2 kann ich noch machen. So, jetzt habe ich den sehr gut schon mal abgedatet. Ah, Stufe 3 kann ich noch nicht. Okay. Okay, dann haben wir das schon mal erledigt. Eine Munition, die Säureschäden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Scanne Gegner mit deinem Fokus, um herauszufinden, ob sie säurefähig sind. Gegner mit Säure zu treffen, baut ihren Zustand auf. Sobald dieser Zustand aktiv ist, nimmt die Rüstung deines Gegners Schaden über Zeit, in der Widerstand gegen Schaden ist zu gering. Tritt Säurekanister mit Säurenpfeilen, um sie zu sprengen und eine große Elementexplosion auszulösen. Okay, das kann man mal dann probieren. Auf jeden Fall hört sich nicht schlecht an. Also das probieren wir mal. Aber für heute lasse ich das soweit. Am Montag gehen wir richtig los in den Kampf. Und bis dahin, schönes Wochenende.